Hallo, liebe Musikschüler und Schülerinnen und eure Eltern. Hier ist die Frau Lang. Ich möchte euch das Hexenliedchen zeigen. Sie hat heute Hunger und möchte eine Hexensuppe kochen. Was machen wir da? Erstmal bereiten wir uns vor. Ihr braucht für das Liedchen diese fünf Töne: F, G, A und kleine C und D. Und wer noch mehr üben möchte, der kann ja auch das tiefe, lange C noch einlegen. Insgesamt sind das sechs Töne. Und jetzt geht's los. Morgen früh um 6, kleine 6. Das war die erste Strophe. Habt ihr gemerkt, ich muss jedes Mal am Anfang zweimal drauf klopfen. Morgens, früh um. Und dann eine Uhrzahl. 6. Einmal. Und jetzt geht's abwärts von dem kleinen D bis zum F einmal drauf klopfen. Kommt die kleine Hex. Und so wird's immer weiter gespielt. Nur wenn die Uhr zweistellig ist, dann müssen wir zweimal drauf klopfen. Also. Die zweite Strophe. Morgen früh um 7 schabt sie gelbe Rüben. Morgen früh um 8 wird Kaffee gemacht. Morgen früh um 9 geht sie in die Scheune. Morgen früh um 10 Holz und Spähn. Morgen früh um 11 kocht sie bis um 12. So, jetzt geht's ein bisschen schwieriger. Wer möchte, kann jetzt auch so machen. Wir müssen vom tiefen C Sprünge machen. Erstmal klopfen wir drauf. Viermal. Frösche, Beine. Und jetzt springen wir. Krebs und Fisch. Über einen Ton. Frösche, Beine, Krebs und Fisch. Bis zu diesem hohen C. Und jetzt wieder runter. Hurtig, Rinder, kommt. Ne, Entschuldigung. Kommt zu Tisch. Jetzt von A abwärts bis zum F. Dann wieder wie am Anfang. Regenwürmer, springe, schmecken fein. Und jetzt wieder runter auf tiefe C. Darum lade, jetzt vom A abwärts, ich euch ein. Fertig ist das Liedchen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Macht's gut, viel Erfolg.